Heute für euch die Geschichte von Azkaban. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über das Gefängnis von Azkaban. Für viele erinnert das Gefängnis von Azkaban an die Tiefen der Hölle, der letzte Ort, an dem eine Hexe oder ein Zauberer im Harry Potter-Universum landen möchte. Aber woher kommt dieser schreckliche Ort? War die Insel, auf der sich das Gefängnis Azkaban befand, schon immer ein Magnet für dunkle Magie? Und wie sah die Insel aus, bevor die Festung gebaut wurde? Die Wahrheit ist, dass Azkaban eine Insel wie jede andere war, bevor der als Ekristis bekannte dunkle Zauberer jemals einen Fuß auf die Insel setzte. Wenn wir an die bedeutenden dunklen Zauberer in der Geschichte der Zauberei denken, ist Ekristis nicht unbedingt der bekannteste und der erste, an den wir denken müssen. Aber nach diesem Video könnte er der erste dunkle Zauberer sein, der uns in den Sinn kommt. Ekristis war ein Anhänger der schlimmsten dunklen Künste, die man sich vorstellen kann. Über Ekristis ist nur sehr wenig bekannt, außer die Tatsache, dass er im 15. Jahrhundert lebte und dass er sehr böse war. Nicht einmal seine Nationalität ist bekannt. Auf einer Reise im 15. Jahrhundert stieß Ekristis auf die Insel, die zu dieser Zeit über keine nennenswerte Infrastruktur verfügte. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Ekristis die Insel zu seinem eigenen kleinen dunklen Künste-Experiment machte. Er versah das unbesetzte Gebiet mit allen möglichen Zaubern. Einer der ersten Zauber, die Ekristis auf der Insel anbrachte, war ein Tarnzauber, der verhindern sollte, dass die Insel in falsche Hände gerät und gefunden wird. Aus diesem Grund ist Azkaban nie auf einer Karte erschienen, weder auf einer Muggel noch auf einer magischen Karte. Alles, was wir wissen, ist, dass sie in der Nordsee liegt. Dies war der Beginn zum Schlechten der Insel. Nachdem er die Insel mit einem Tarnzauber versehen hatte, begann Ekristis mit seinen verdrehten Experimenten der dunklen Künste, indem er arme Muggelsegler auf die Insel lockte. Nachdem er sie gefangen genommen hatte, folterte und ermordete Ekristis sie, wobei er alle verdrehten Fähigkeiten in seinem Repertoire nutzte, um maximales Leiden zu gewährleisten. Und was brauchte Ekristis, um diese grausamen Experimente durchzuführen? Natürlich eine Festung. Nicht lange nach dem Beginn seiner Experimente errichtete Ekristis eine gigantische dunkle Festung, die so furchterregend war, dass selbst die mutigsten Hexen und Zauberer Angst bekamen. Dies setzte sich über viele Jahre fort und forderte eine große Zahl an Opfern. Nach genügend Folter und Mord hatte Ekristis schließlich völlig den Bezug zur Realität verloren. Der dunkle Zauberer, der schon vor seiner Landung auf der Insel dem Wahnsinn verfallen war, hatte eine völlig neue Stufe des Wahnsinns erreicht. Das Ergebnis ständiger Experimente mit dunkler Magie. Viele vermuten, dass Ekristis in diesem Zustand völligen Wahnsinns die allerersten Dementoren erschuf. Die Folge all der gequälten Seeleute. Dementoren gehören zu den übelsten Kreaturen auf dieser Erde. Selbst Muggel spüren die Anwesenheit von Dementoren, obwohl sie sie nicht sehen können. Kommt ein Dementor dir zu nahe und jedes gute Gefühl, jede glückliche Erinnerung wird aus dir herausgesaugt. Wenn er es kann, wird sich der Dementor lang genug von dir ernähren, um dich zu etwas wie sich selbst zu reduzieren, etwas Seelenloses und Böses. Erst viele, viele Jahre später, als Ekristis schließlich starb, erlosch der Tarnzauber auf der Insel und die Insel wurde endlich für alle anderen sichtbar. Die riesige Insel, die Ekristis auch noch vergrößert hatte, tauchte einfach aus dem Nichts auf, was natürlich das damalige Zaubereiministerium dazu veranlasste, Nachforschungen anzustellen. Diejenigen, die die Insel betraten, um sie zu untersuchen, weigerten sich hinterher, darüber zu sprechen, was sie dort gefunden hatten. Viele Verantwortliche hielten Azkaban für einen bösen Ort, den man am besten zerstören sollte. Andere fürchteten sich davor, was mit den Dementoren, die das Gebäude bevölkerten, geschehen könnte, wenn man sie ihres Zuhauses beraubte. Die Kreaturen waren bereits sehr stark und unmöglich zu töten. Viele fürchteten eine schreckliche Rache, wenn sie ihnen den Lebensraum wegnehmen würden. Die Wände des Gebäudes schienen von Elend und Schmerz durchdrungen zu sein und die Dementoren waren entschlossen, sich daran festzuhalten. Experten, die sich mit den Gebäuden beschäftigt hatten, waren der Meinung, dass Azkaban sich an jedem rächen könnte, der versuchte, es zu zerstören. Die Festung blieb daher viele Jahre lang verlassen und diente der ständigen Vermehrung der Dementoren. Es wurde schließlich entschieden, die Insel erstmal ganz in Ruhe zu lassen. Diese Entscheidung wurde hauptsächlich aus der Furcht heraus getroffen, dass jeder, der versuchen würde, sie zu zerstören, mit der Rache der Insel konfrontiert werden würde. Kurz darauf wurde jedoch 1689 das internationale Statut der Geheimhaltung für Zauberer eingeführt und es änderte sich alles. Der damalige Zaubereiminister war Damocles Rowell.
Roll trat die Nachfolge von Oleg Gamp an und integrierte die harte Haltung gegenüber Muggeln in seinen Wahlkampf. In späteren Jahren ging Roll jedoch zu weit und wurde schließlich von der Internationalen Konföderation der Zauberer zum Rücktritt gezwungen. Zuvor war Roll jedoch klar geworden, dass das damalige System zur Inhaftierung von Hexen und Zauberern nicht mehr funktionieren würde, vor allem wegen den Sicherheitsbedenken. Denn bevor Azkaban der Ort für die Inhaftierung von Hexen und Zauberern wurde, gab es viele verschiedene Orte, an denen jemand, der gegen das Zauberergesetz verstieß, eingesperrt werden konnte. Das Zaubereiministerium war der Meinung, dass die kleinen Zauberergefängnisse, die es in verschiedenen Städten und Dörfern gab, ein Sicherheitsrisiko darstellten, weil Ausbruchsversuche von inhaftierten Hexen und Zauberern oft zu unerwünschten Knall-, Geruchs- und Lichtspielattacken führten. Ein speziell gebautes Gefängnis auf einer abgelegenen Insel wurde bevorzugt und die Pläne waren bereits ausgearbeitet, als Damocles Roll Minister für Magie wurde. Das bedeutet, dass das Problem der Zauberergefängnisse schon fast 2 Jahrzehnte vor Rolls Amtsantritt auf dem Radar war. Roll drängte stattdessen darauf, die bestehende Infrastruktur in Azkaban zu nutzen. Roll war ein autoritärer Mann, der mit einer Anti-Muggel-Agenda an die Macht gekommen war und daraus natürlich Kapital schlug. Roll, der von Natur aus sadistisch veranlagt war, verwarf die Pläne für das neue Gefängnis sofort und bestand darauf, Azkaban zu nutzen. Er behauptete, dass die dort lebenden Dementoren einen Vorteil darstellten. Sie könnten als Wächter eingesetzt werden, was dem Ministerium Zeit, Ärger und Kosten ersparte. Trotz des Widerstands vieler Zauberer, darunter auch Experten für Dementoren und Gebäude, mit der dunklen Geschichte von Azkaban, führte Roll seinen Plan aus und schon bald wurde ein stetiger Strom von Gefangenen dort untergebracht. Keiner der Gefangenen kam jemals wieder heraus. Wenn sie nicht verrückt und gefährlich waren, bevor sie nach Azkaban kamen, wurden sie es schnell. Roll blieb noch einige Jahre im Amt, bevor er abgesetzt wurde. Sein Nachfolger wurde der 3. Minister für Zauberei, Perseus Parkinson, der ähnliche hasserfüllte Ansichten über Muggel vertrat und sogar versuchte, Hexen und Zauberern zu verbieten, Muggel zu heiraten. Als Eldridge Diggory das Amt des Zaubereiministers übernahm, war das Gefängnis bereits seit 15 Jahren in Betrieb. Es hatte keine Ausbrüche und keine Sicherheitsverstöße gegeben. Das neue Gefängnis schien gut zu funktionieren. Erst als Diggory das Gefängnis besuchte, wurde ihm klar, wie die Bedingungen wirklich dort aussahen. Die Gefangenen waren größtenteils geisteskrank und für die aus Verzweiflung Verstorbenen war ein Friedhof errichtet worden. Als Eldridge Diggory, der einzige Minister, der sich gegen die Einrichtung von Azkaban ausgesprochen hatte, das Amt übernahm, war es bereits zu spät, denn Azkaban hatte sich als komplett funktionsfähige Haftanstalt erwiesen. Allerdings stellte er den Einsatz von Dementoren als Gefängniswärter immer noch in Frage und setzte einen Ausschuss ein, der die Gelegenheiten weiter untersuchen sollte. Zurück in London gründete Diggory ein Komitee, das Alternativen zu Azkaban erforschen oder zumindest die Dementoren als Wächter abschaffen sollte. Experten erklärten ihm, dass der einzige Grund, warum die Dementoren größtenteils auf der Insel gefangen gehalten wurden, darin bestand, dass sie ständig mit Seelen versorgt wurden, von denen sie sich ernähren konnten. Wenn sie keine Gefangenen mehr hätten, würden sie das Gefängnis wahrscheinlich verlassen und sich auf das Festland zubewegen. Ungeachtet dieses Ratschlags war Diggory von dem, was er in Azkaban gesehen hatte, so entsetzt, dass er den Ausschuss drängte, Alternativen zu finden. Bevor sie jedoch eine Entscheidung treffen konnten, erkrankte Diggory an Drachenpocken und starb. In seinen Jahren als Minister versuchte Diggory alles, um einen Ersatz für die Dementoren in Azkaban zu finden, doch durch seinen frühen Tod und durch die Drachenpocken wurde dieser Plan nie verwirklicht. Nach Diggory stellte 265 Jahre lang kein Zaubereiminister mehr die Aktivitäten in Azkaban in Frage. Ein Minister nach dem anderen drückte ein Auge zu, angesichts der unmenschlichen Bedingungen in der Festung. So schrecklich die Insel auch war, als Gefängnis war sie effektiv und ihre Existenz bedeutete, dass die furchterregenden Dementoren, die die Insel bewohnten, nicht aufs Festland kamen. Erst als Kingsley Shacklebolt 1998 die Leitung übernahm, wurden die Dinge wieder in Ordnung gebracht und Shacklebolt befreite das Gefängnis von den Dementoren. Bis heute wird das Gefängnis von Azkaban vom Zaubereiministerium genutzt, aber es ist ein sehr anderes als früher.
Vorbei sind die Zeiten, in denen furchterregende Dementoren in der Festung patrouillierten. Stattdessen setzt das Zaubereiministerium Auroren als Wachen ein, die regelmäßig vom Festland abgezogen werden. Es ist zwar kein Inselparadies, aber die Mauern von Azkaban sind doch etwas weniger düster als früher. Wo früher eine Strafe in Azkaban dir eine Menschlichkeit rauben konnte, ist das neue Azkaban einfach und bietet der richtigen Hexe oder dem richtigen Zauberer vielleicht eine Chance auf Rehabilitation. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.